Gut. Ja. Ja. Gut, super. Gut machst du das. Okay. Kannst du vielleicht mal? Faye, komm mal hier. Gut. Bleib mal da. Ah. So, Faye, komm mal dahin. Mach mal Platz. Gut, nee, bleib. Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin gerade dabei, Faye beizubringen, einzeln ihre Hinterbeine anzuheben, später auch auf Kommando natürlich. Und ich fange jetzt gerade mit dem linken Hinterbein an und habe dafür diesen schmalen Karton, da ist auch was drin, sodass er nicht einbricht, und lasse sie eben ausprobieren. Und sobald eben nur die linke Hinterpfote draufsteht und die rechte und natürlich die vorderen Füße auch auf dem Boden, wird sie belohnt. Und dann werde ich irgendwann mal, wenn sie das Verhalten sehr gut zeigt, ein Wortsignal mit einbauen und dann langsam diesen Karton abbauen. Also ich hoffe, das funktioniert, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Aber eigentlich geht es in diesem Video um was anderes. Und zwar hole ich das mal und den Dreck hier weg. So, Faye, nee, lass mal nicht draufspringen, nicht draufspringen. Faye will ja immer drauf springen. Das ist natürlich gefährlich. Und zwar habe ich wieder ein Paket von Fellbox bekommen. Ein Überraschungspaket. Also bei Fellbox kann man ein monatliches Abo abschließen und bekommt dann jeden Monat ein neues Paket mit verschiedenen Überraschungen drin. Und genau, dann schauen wir einfach mal, was da gleich drin ist. Und wenn du auch gern so eine Überraschungsbox haben möchtest, dann kannst du das bestellen auf fellbox.de. Und wenn du den Gutscheincode DOGROCKERS15 eingibst, bekommst du sogar 15% Rabatt auf deine Bestellung. Und jede Box, steht hier, hat mindestens einen Wert von 50 Euro. Also finde ich ganz cool, vor allem, weil man auch nie weiß, was in den Boxen drin ist. Und wir fangen einfach mal an. Und zwar ist das ein Trixie-Strategiespiel. Dog Activity, also ein Intelligenzspiel für Hunde. Das ist schon mal ganz cool, vor allem jetzt Herbst, Winter, dunkle Jahreszeit, meistens schlechtes Wetter. Da kann man den Hund super in der Wohnung auslasten, geistig beschäftigen, was ja immer meine Rede ist, was ich extrem wichtig finde, um einen ausgeglichenen, zufriedenen Hund zu haben, vor allem auch eine super Beziehung und Bindung zu seinem Hund aufzubauen. Und dafür ist das natürlich total super. Dann, natürlich, ist ja bald Weihnachten, ein Trixie Adventskalender. Und wenn die Faye dran riecht, sind da natürlich gute Leckerlis drin. Das ist auch cool, aber es wird natürlich erst am 1. Dezember aufgemacht. Okay, machen wir mal weiter. Viva Pets, Viva Pets. Das heißt, glaube ich, Viva Pets. Wumix Pulver. Da ist wohl Wermut drin. Was heißt wohl? Da steht drauf Wermut. Ist auf jeden Fall ein Ergänzungsmittel für Hunde. Lass mal auf. Ich weiß gar nicht, wie Wermut riecht. Überhaupt riecht. Oh ja, Marie. Okay, einmal Ergänzungsfutter für Hunde. Dann Leckerlis. Oh. Boah, riechen aber stark. Mach mal was, Faye. Mach mal was. Nicht nur riechen. Mach mal was. Faye, mach mal was. Ja, super. Gut. Sind die gut? Scheinbar gut zu sein. Okay. Mit Karotte und Buchenrauch. Okay. Leckerlis. Da
Multiwill, da war mal was drin. Ach, hier, dieses Tuch. Mit Fellbox-Logo drauf. Das kann man... das kann man in verschiedenen Varianten tragen, jetzt natürlich. Als Halstuch, als Kopfbedeckung. Ich habe sowas von einer anderen Outdoor-Marke. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Also für den Menschen. Ein Spielzeug, was ist denn da drin? Kriegst du gar nicht? Okay, Spielzeug. Das Tuch hatten wir schon. Nochmal Leckerlis. Lamm mit Lamm. Und auch für die dunkle Jahreszeit ein Flasher. Blink- oder Dauerlicht. Schauen. Natürlich bekomme ich das jetzt nicht auf. Doch. Okay, das macht man. Macht man das denn hin? Ach, das hängt man wahrscheinlich ums Halsband oder ums Geschirr. Dann muss ich nur noch rausfinden, wie es angeht. Aber irgendwie bestimmt. Okay. Das war diesmal in der Überraschungsbox. Auf jeden Fall ganz cool. Über den Adventskalender freuen sich natürlich die Hunde. Das Intelligenzspielzeug und Nahrungsergänzungsfutter. Also wie gesagt, ich verlinke dir die Seite von Fellbox auch hier unter dem Video. Und wenn du dann so eine Box auch mal bestellen möchtest, dann gibst du einfach den Code DOGROCKERS15 ein und damit bekommst du 15% Rabatt. Ich schreibe den Code auch nochmal unter das Video, damit du den einfach kopieren kannst und einfügen, wenn du das bestellst. Würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ob das was für dich ist. Und wenn ja, dann bekommst du jeden Monat eine neue Box mit tollen Überraschungen. Und das Coole finde ich einfach, man weiß nicht, was drin ist. Es ist wirklich, das Paket kommt an und man ist schon ganz gespannt darauf, es aufzumachen, weil man eben wissen möchte, was drin ist. Und die Hunde natürlich auch. Okay. Will noch eins haben. Diesmal gibt es eins umsonst, ne? Riechen auch ganz schön stark. Sind wohl gut, ne? Muss auch kauen, bevor du schluckst. Okay. Das war's mit diesem Video. Ich mache jetzt gleich mit Faye noch weiter an unserem neuen Fitness-Koordinationstrick. Also natürlich lernt sie eben alle Pfoten dann später einzeln auf Kommando anzuheben. Dazu mache ich bestimmt auch noch Videos oder ich zeige dann irgendwann mal das Endergebnis, wenn sie es wirklich kann. Ja, wenn du gern so ein Video oder das Video sehen möchtest, wie ich das mit Faye aufbaue, dann schreib es mir doch mal in die Kommentare. Dann mache ich auf jeden Fall ein Video dazu. Es ist ganz gut und hilft mir auch, wenn ihr einfach kommentiert und einfach mir mal schreibt, welche Videos ihr gern sehen möchtet, was ich oder wie ich es den Hunden beibringe. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Da nicht vergessen, dieses Video liken, also Daumen nach oben. Natürlich, wenn es dir gefallen hat, das hoffe ich doch. Den Kanal abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast. Und dann jetzt nicht gleich verschwinden, sondern am besten das nächste Video anschauen, das dir gleich hier im Abspann angezeigt wird. Okay, bis zum nächsten Mal. Dein Sven und die Faye. Die Faye-Tay. Ich krieg noch eins. Und dann musst du aber wieder dafür arbeiten, für die Leckerlis.